Hello and welcome everyone. My name is Chris Lehmann from Markenstipp Motorsport, and today we are going to give you a little presentation of our team and our drivers. As you all know, we all had to wait a very long time for the season to start. It's been almost 11 months now since the season finale at Zolder last year. So we're all overexcited to get going at last, and yeah, I hope you'll enjoy the video and you'll be hungry for the new season. Ich bin froh, dass die Saison jetzt endlich mal anfängt. Die Zeiten sind ja nicht besonders rosig momentan. Das heißt also, wir sind voller Erwartung. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben unsere Fahrer zusammen, bis auf einen Fahrer. Ein Fahrerplatz ist noch frei. Ansonsten sind die Autos gut vorbereitet. Und ich freue mich darauf, dass wir jetzt nochmal einen Test einlegen können vor der Saison. Und dann schauen wir mal, was das erste Rennen so bringt. Wir wollen immer unter die Top 5 kommen, ja, am besten immer aufs Podium kommen, aber das wollen natürlich 20 bis 30 andere Fahrer auch. Wir sind nicht ganz alleine dabei. Wir geben uns Mühe, wir bereiten die Autos top vor, wir haben gute Mechaniker, wir haben gute Ingenieure dabei. Und ich hoffe, in Zusammenarbeit mit den Mechanikern oder mit den Fahrern kommen wir immer in die vorderen Platzierungen. Natürlich gibt es natürlich die Challenger-Wertung noch, die Legends-Wertung noch, und da wollen wir natürlich auf jeden Fall gewinnen. Also wir haben beide Autos komplett revidiert, die Autos sind wie immer gut vorbereitet, zerlegt worden, Teile ausgetauscht, die nicht in Ordnung sind, sodass wir bestens vorbereitet sind. Wir wollen keine technischen Ausfälle, dafür sorgen wir. Wir haben nach Betriebsstunden die Ersatzteile, die ausgetauscht werden mussten, ausgetauscht. Und dementsprechend hoffen wir, toi toi toi, wo ist das Holz, auf Holz klopfen, wollen wir keine technischen Ausfälle und hoffen auch, dass wir keine technischen Ausfälle haben. Gemeinsam schaffen wir auch die neuen Termine und gehen die Saison ganz normal an, als wenn es jetzt im März oder April gewesen wäre. Es ist eine internationale Serie. Man sieht es bei den Teams, dass nicht nur die belgischen und die italienischen Teams untereinander fahren, sondern dass die Fahrer alle gemischt sind. Ja, wir haben einen Slowenen, wir haben einen Ukrainer, wir arbeiten international mit sämtlichen Fahrern zusammen. Wir, denke ich mal, wir präsentieren uns auch gut. Und ich hoffe, dass wir auch da genauso erfolgreich fahren, als wenn wir nur mit deutschen Fahrern fahren würden, was, denke ich mal, kein Vor- oder Nachteil. Ja, das ist für mich interessant, weil das ist erste Saison im euren SK. Ich denke, kriegen wir das hin. Fahrzeug muss ich noch ein bisschen lernen. Aber kenne ich von V8 Wahlserie, das sage ich so Richtung Nesca-Fahrzeuge. Ja, das bei Rekruttest habe ich Gefühl bekommen, ja, das Fahrzeug bekannt mir, das ist nicht was ganz Neues. Adaptation von Fahrzeug, ich weiß, bei mir geht schnell, ich kann schnell adaptieren zum neuen Technik. Wir gucken, ja, bei ersten Testen schauen wir an, ja. Ja, ich bin von früher Supersport gefahren, fast 12 Jahre das gemacht. IDM, Internationale Deutsche Meisterschaft und viele Jahre Yamaha R6 Cup. Damals war das eine sehr starke Serie in Europa. Mein Team war Deutscher Meister 2011 und wir haben Erfahrung in MotoGP in Serie Moto2 und wir waren im Superbike, World Superbike auch. Das war für mich Zeit, wo, sage ich so, ich habe Profi-Race gemacht. Nach kleiner Pause, ich habe doch mitbekommen, kann ich nicht ohne Race-Sport, und ich bin auf vier Räder mich konzentriert. Angefangen mit LMV8 zuerst fahren auf Oval-Serie. Und dann, ja, das, aber Oval macht mir Spaß, aber das ist trotzdem für mich zu klein. Ja, ich will auf normale Rennstrecke auch fahren. Und dann, ich habe zur Idee gekommen, vielleicht doch muss ich probieren, euren Nesca mit Nesca-Fahrzeug auf Rotkurs fahren, auf Rennstrecke. Ja. Ja, natürlich von meiner Motorradzeit die beliebteste Rennstrecke Valencia. Das kommt im Programm. Hockenheim, das auch für mich, das bedeutet was, weil bei dieser Rennstrecke, ich habe
im 2011 schwerer Unfall, aber ich mag diese Strecke, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich finde bei Serie im Kalender, alle Rennstrecke sehr interessant. Gibt es keine Rennstrecke, welche sage ich, nein, das mag ich nicht. Das ist auch gut, fast alle Rennstrecke, ich habe mit Motorrad gefahren, natürlich nur kein Van Ray und einzige Brands Hatch für mich unbekannt. Und Vallelunga, ja, Italien kenne ich auch nicht. Aber die andere Strecke kenne ich alle sehr gut. Ziel für mich war, ich verstehe, ja, dass wenn kommst du zum neuen Meisterschaft mit neuem Fahrzeug, mit neuem Team, ja, brauchst du Zeit zum Adaptieren, ja, du brauchst Zeit ein bisschen, dass noch ein paar Sachen lernen. Ich bin bereit zum Kämpfen. Ich weiß nicht, wir gucken, welche Position, für welche Position kann ich machen, aber probiere ich das. Ja. I'm pretty excited about everything, and we are waiting for a long time now due to the pandemic, which shaked up a bit the championship. And yeah, I can't wait to start the championship. Actually, we had some quite fun time on the eSports series on the iRacing platform, so it was not so hard, but. We had other challenges preparing for the season, everything extended a bit, and waiting is hard with no car and no racing, so but we had fun on other parts and a bit more time to be home and train physically. Actually, it was quite a strategic decision to enter the EuroNASCAR Championship. Just everything depends on my goals and dreams, which is to maybe one day race professionally in the United States. Yeah, we go step by step, and actually for this year it's just goals are to, with the results, to satisfy first myself, second is the team, and the third are all the partners for helping. And actually we are making quite big story in the region, because I'm so the Adriatic region. We want to actually promote the team and the series quite well in the region, and looking long term, to I'm hoping to bring more people and more drivers to the championship. Maybe in next seasons we're also gonna see the whole championship coming to the Grobnik, which is a nice racetrack in Croatia. It would be perfect for my own promotion and also for my partner's promotion to have a race there. The whole event and the appearance of the championship is quite family-wise and the fun-wise really attractive. So it's like the family, the happening, and the racing bumper to bumper is always attractive. That should attract everyone. Top five every race is the goal. I know I have the speed, and I think it's possible. I got a lot of attention because I'm the first driver from the Adriatic region, and they're already going also some talks that maybe we will also bring the whole championship to the region, so to the Grobnik circuit in Croatia. And it would be really cool, because we have a lot of talented drivers there, and I think the championship is a great opportunity for young drivers.